Die Ecken des Sechseckes A, B, C, D, E, F sind Kantenmitten des Würfels O, P, Q, R, S, T, U, V. Klein a zeige, dass die Ebene ABC parallel zur Ebene QTV ist. Klein b zeige, dass das Sechseck ABCDEF und das Dreieck QTV denselben Umfang haben. Klein c, welchen Winkel bilden ABC und OU? Welchen Winkel bilden ABC und OXY? Zur besseren Übersicht schalte ich die blauen Buchstaben weg. Um zu beweisen, dass die Ebene ABC parallel zur Ebene QTV ist, reicht es zu beweisen, dass ein Normalvektor zu ABC kollinear zu einem Normalvektor der Ebene QTV ist. Also suchen wir einen Normalvektor zur Ebene ABC und einen Normalvektor zur Ebene QTV. Beginnen wir mit ABC. Die Koordinaten dieser Punkte A, B, C sind in der Zeichnung abzulesen. Dieser Punkt A hat als Koordinate 0, 2, 4. 0, 2, 4. Der Punkt B hat als Koordinate 2, 0, 4. 2, 0, 4. Und der Punkt C hat als Koordinate 4, 0, 2. 4, 0, 2. Anhand dieser drei Koordinaten haben wir sehr schnell die kartesische Gleichung der Ebene ABC erstellt. Man schreibe, diese Determinante ist gleich 0. In der ersten Spalte schreibt man hier die allgemeine Koordinate eines Punktes der Ebene ABC, das heißt x, y, z. Dann minus, hier schreibt man die Koordinate eines Punktes der Ebene ABC. Ich habe den Punkt A gewählt. Seine Koordinate ist 0, 2, 4. Hier schreiben wir die Koordinate eines Richtungsvektors der Ebene ABC. Ich habe hier den Vektor AB gewählt, dessen Koordinate man findet durch Koordinate von B minus Koordinate von A. Also 2 minus 0 macht 2, 0 minus 2 macht minus 2 und 4 minus 4 macht 0. Hier schreibt man die Koordinate eines Richtungsvektors der Ebene ABC, der aber nicht kollinear mit diesem Richtungsvektor ist. Ich habe den Vektor AC gewählt. Seine Koordinate ist 4 minus 0, 4, 0 minus 2 macht minus 2 und 2 minus 4 macht minus 2. Jetzt rechnen wir diese Determinante aus und die führt dann zu dieser kartesischen Gleichung x plus y plus z minus 6 gleich 0. Das ist die kartesische Gleichung der Ebene ABC. Die Koeffizienten von x, y und z, also hier 1, 1, 1, bilden die Koordinate eines Normalvektors zur Ebene ABC. Wir haben also hier einen Normalvektor zur Ebene ABC. Seine Koordinate ist 1, 1, 1. Jetzt machen wir genau dasselbe für die grüne Ebene QTV. Zuerst bestimmen wir durch die Zeichnung die Koordinate von QT und V. Anhand dieser drei Koordinaten schreiben wir die kartesische Gleichung der Ebene QTV genauso wie hierüber. Und diese Determinante führt dann zu dieser kartesischen Gleichung der Ebene QTV. X plus Y plus Z minus 8 gleich 0. Die Vorzahlen von X, Y und Z sind hier auch 1, 1, 1 und das ist die Koordinate eines Normalvektors zur Ebene QTV. Um also zu beweisen, dass diese rote Ebene parallel zu der grünen ist, reicht es eigentlich zu beweisen, dass ein Normalvektor zur Ebene ABC ein Vielfaches eines Normalvektors zur Ebene QTV ist. Hier sind sie sogar gleich.
Daraus können wir also schließen, dass die Ebene ABC parallel zur Ebene QTV ist. Um zu beweisen, dass die Ebene ABC parallel zur Ebene QTV ist, hätte man anders vorgehen können. Als Normalvektor zur Ebene ABC hätte man dieses Vektorprodukt nehmen können, AB vektoriell AC. Denn die Antwort ist ein Vektor, der orthogonal zu AB und gleichzeitig orthogonal zu AC ist, also normal zur Ebene ABC. Also, um zu beweisen, dass die Ebene ABC parallel zur Ebene QTV ist, reicht es zu beweisen, dass es eine reelle Zahl Lambda gibt, so dass AB vektoriell AC gleich ist zu Lambda mal QT vektoriell QV. Um diese zwei Vektorprodukte zu berechnen, brauchen wir die Koordinaten dieser vier Vektore. Um solch ein Vektorprodukt zu berechnen, kann man die Koordinaten horizontal untereinander schreiben. Die Antwort von solch einem Vektorprodukt ist natürlich ein Vektor. Was wir also suchen, ist eine Koordinate. Um die Abszisse der Antwort zu finden, versteckt man die beiden Abszissen und rechnet die Determinante aus, die jetzt noch zu sehen ist. Wir rechnen also minus 2 mal minus 2 minus minus 2 mal 0, also 4 minus 0, das heißt 4. Um die Ordinate zu berechnen, verstecken wir die Ordinaten, rechnen die Determinante aus, die jetzt zu sehen ist, also minus 4 minus 0, das heißt minus 4, und bei der Ordinate müssen wir diese minus 4 entgegengesetzt nehmen, minus minus 4, das macht 4. Um das Lot zu berechnen, verstecken wir beide Lote und rechnen diese Determinante aus, also minus 4 plus 8, das macht 4. Bei dem zweiten Vektorprodukt gehen wir genauso vor und finden, dass ABC parallel zu QTV ist, dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl Lambda gibt, so dass diese Koordinate gleich ist zu Lambda mal diese Koordinate. Und wir erkennen deutlich, dass Lambda gleich minus ein Viertel recht ist. Also gibt es solch eine reelle Zahl Lambda, sie ist minus ein Viertel und demzufolge sind die zwei Ebenen parallel zueinander. Um zu beweisen, dass das rote Sechseck denselben Umfang hat wie das grüne Dreieck, konzentrieren wir uns zuerst auf diese oberen Seiten TV und AB. Da A die Mitte dieser Würfelkante ist und B die Mitte dieser Würfelkante ist, muss die Strecke TV genau doppelt so lang sein wie die Strecke AB. Also Länge TV, das ist zweimal Länge AB. Jetzt multiplizieren wir beidseitig mit 3 und finden so, 3 mal die Länge TV ist gleich zu 6 mal die Länge AB. Aber 3 mal die Länge TV, das ist genau der Umfang von diesem grünen Dreieck. Und 6 mal die Länge AB, das ist genau der Umfang von diesem roten Sechseck. Also ist der Umfang vom grünen Dreieck QTV gleich zum Umfang des roten Sechsecks ABCDEF. In klein c werden wir zuerst den Winkel bestimmen, den diese rote Ebene ABC mit der Geraden OU bildet. Wir erinnern uns, um den Winkel Gamma zwischen einer Geraden D und einer Ebene Alpha zu bestimmen, betrachtet man einen Richtungsvektor U der Geraden D und einen Normalvektor N zur Ebene Alpha. Von diesen zwei Vektoren U und N rechnet man das Skalarprodukt und teilt dieses Skalarprodukt durch das Produkt ihrer Normen, das heißt das Produkt ihrer Längen.
So erhält man den Sinus vom Winkel Gamma oder auch den Cosinus von Pi halbe minus Gamma mit Gamma zwischen 0 und Pi halbe. Diese Formel werden wir jetzt anwenden. Also berechnen wir einen Normalvektor zur roten Ebene ABC und einen Richtungsvektor der Geraden OU. Als Normalvektor zur roten Ebene können wir diesen Vektor mit Koordinate 1, 1, 1 wählen, den wir eben in klein a berechnet haben. Als Richtungsvektor der Geraden OU könnte man den Vektor OU nehmen, der als Koordinate 4, 4, 4 hat. Man kann aber auch ein Viertel von diesem Vektor nehmen, der als Koordinate 1, 1, 1 hat. Das ist auch ein Richtungsvektor der Geraden OU. Jetzt wenden wir die Formel an, die wir gerade wiederholt haben. Der Cosinus von Pi halbe minus Winkel Gamma, den wir suchen, ist gleich zum Skalarprodukt dieser beiden Vektoren geteilt durch das Produkt ihrer Normen, ihrer Länge. Das Skalarprodukt berechnet sich durch 1 mal 1 plus 1 mal 1 plus 1 mal 1, also 3. Die Norm dieses Vektors berechnet sich durch die Quadratwurzel von 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat plus 1 im Quadrat. Die Norm dieses Vektors ist also die Quadratwurzel von 3 und die von u natürlich auch. So erhalten wir diesen Bruch und so finden wir, dass der Cosinus von Pi halbe minus Gamma gleich 1 ist. Also muss Pi halbe minus Gamma 0 sein und demzufolge ist der Winkel Gamma gleich Pi halbe. Jetzt rechnen wir noch den Winkel, den die Ebenen ABC und OXY bilden. Wir erinnern uns, um den Winkel Gamma zwischen zwei Ebenen Alpha 1 und Alpha 2 zu bestimmen, bestimmt man denselben Winkel Gamma zwischen zwei Normalvektoren, normal jeweils zu Alpha 1 und Alpha 2. Und um diesen Winkel Gamma zu bestimmen, wendet man diese Formel an. Der Cosinus von Gamma ist gleich zum Skalarprodukt dieser zwei Normalvektoren geteilt durch das Produkt ihrer Längen, ihrer Normen, mit Gamma zwischen 0 und Pi halbe. Wir werden jetzt diese Formel anwenden. Wir suchen also zuerst einen Normalvektor zu dieser roten Ebene ABC und einen Normalvektor zur Ebene XOY. Als Normalvektor zu der roten Ebene ABC können wir wieder diesen Vektor nehmen und als Normalvektor zur Ebene XOY können wir diesen Einheitsvektor mit Koordinaten 0, 0, 1 nehmen. Also so. Jetzt wenden wir die Formel an, die wir gerade wiederholt haben. Der Cosinus von dem Winkel, den wir suchen, ist gleich zu Skalarprodukt dieser beiden Vektoren geteilt durch das Produkt ihrer Normen. Das Skalarprodukt der beiden Vektoren rechnet sich durch 1 mal 0 plus 1 mal 0 plus 1 mal 1. Das Skalarprodukt ergibt also 1. Die Norm dieses Vektors, das ist die Quadratwurzel von 3, und die Norm dieses Vektors ist natürlich 1. Somit erhalten wir, dass der Cosinus von Gamma gleich zu 1 auf Wurzel 3 ist. Das heißt, Wurzel 3 geteilt durch 3. Aber Vorsicht, das ist ein besonderer Wert für Tangens, aber nicht für Cosinus. Der Taschenrechner liefert uns den Wert von Gamma. Gamma ist ungefähr 54,74 Grad.